Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show zu Path of Exile. Ja, mit einem kleinen neuen Charakter, das ist mein zweiter Charakter, die Monika Basler. Sie ist eine Lightning Tendrils, also Ding, Witch. Und geskillt habe ich momentan so. Vor allem auf AOE mache ich etwas auf Crit und Energy Shield einfach mal zum Probieren. Wahrscheinlich müsste ich dann auch noch ein bisschen live nehmen, je nachdem. Und momentan bin ich hier am Skin, um Lightning Penetration zu haben. Und hier, um Energy Shield zu haben. Und ja, müsste hier hoch noch gehen für Energy Shield, damit schneller Energy Shield wieder da ist. Und hier unten, um AOE zu bekommen. Also auf zwei Richtungen muss ich wahrscheinlich hier durch. Könnte auch hier durch. Ist leider nicht so gut. Ja, weil ich hier ein Shield brauche. Ja, gehe ich hier oben durch. Braucht zwar ein bisschen länger, aber hier haben wir nämlich auch noch viel Lightning Damage. So. Wir gehen in The Den, eine Höhle, die ich euch noch nicht gezeigt habe, weil ich die Quest nicht so gerne mache, aber mit diesem Charakter mache ich das auch gern. Weil es ist relativ schnell beim Killen von diesen Bären. Und vielleicht finden wir ihn ja direkt oder ziemlich schnell. Ja, momentan ist das mein beliebtestes. Ja, Let's Show, also ja, einfach die beliebteste Reihe bei mir auf dem Kanal, dankeschön dafür. Und ja, da möchte ich jetzt ein bisschen Abwechslung geben. Und der andere ist momentan so am Magic Fighten. Der hat ja momentan eher ein bisschen Langeweile und deshalb möchte ich ihn euch nicht momentan weiter zeigen. Aber sobald er dann wieder weitergeht, vom ersten Akt weg, in den zweiten Akt Krail, werde ich ihn natürlich wieder zeigen. Okay, wir sind schon mal falsch, das sieht man. Ist ein bisschen blöd. Kurz mal weiter leveln. Ja, da muss ich durch. Ich brauche Energy Shield, jetzt habe ich 131. Ist leider noch wenig, also. Ich habe nicht die Items für Energy Shield, aber das recht safe am Schluss ist, möchte ich schon gehen. Haben wir einfach am Anfang ein bisschen Probleme dann. Dafür später dann nicht mehr. Also ihr seht, die killt in Blitzeschnelle. Einfach gegen die ganz zähen hat sie ein bisschen Probleme, aber dafür haben wir die Conditivity. Also, zwei Monster muss ich hier hinlocken. Okay, mache ich. Da sehen sie schon. Also, ihr seht es, ich kriege sogar die Gegner, die der andere ein bisschen Probleme hat, schneller. So. Ah. Ach so ist das. Comet. Nein, Comet. Oben. So. Brav seid ihr. Komm. Der andere ist einfach wieder zurückgegangen. Komm jetzt. Nein, ey, du hast keinen Gegner hier. Du musst kommen. Die KI ist bitte schrecklich. So. Oh, fast Level 4. Sehr gut. Oh, jetzt gehen wir weiter. Hier gibt es gar keine Gegner und die sind einfach nicht mitgekommen. Und hier ist er. Der weiße Bär. Ein Langschwert. Nein, brauche ich nicht. Ich habe genug. Ich mache nämlich auch ein bald, vielleicht mit euch dann im Let's Play oder so, ein Langschwert-Charakter. Mal schauen, wie so die Dings sind. Die liegen.
Und ja, mein neuer Anfang habe ich nicht auf E-Bock. Ja, meine Katze schreit wieder. Oben. Ich muss nach oben gehen. Luna. Nein, nicht zu mir. Unterhaltung, nein. Meine Katze ist einfach Unterhaltung. So, ja. Boah, was ist denn hier los? Müssen weggehen. Danke, wirklich super Belohnung. Oh. Ist schon eigentlich. Aber es ist völlig in Luft. Quicksilber nehme ich mit. Und werde es dann verzaubern oder so. Also ich muss eine Höhle finden, an den. Okay. Müsste hier oben sein. Oder auch unten. Ja, hier unten. Ah ja, man sieht es ja. Man sieht es ja. Das ist gut, dass man es sieht. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich schon ungefähr den vierten gelben Strongbox. In diesem vierten Akt. Zweiten Akt. Oh, nicht schon so eine schlechte Drop. So, hier muss man rein. So. So, weiter geht's. Ich brauch das nicht. Habe ich ja das am Ellbogen gehabt. So ein Keks oder so sind. Okay. So, tut mir leid kurz für die Unterbrechung. Mein Vater wieder probierte mich Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, weiß nicht. Ja. So. Schon fertig. Schwach. Also gehen wir nach oben. So. Oh, ein Schrein. Ja, den Schrein hätte ich gebraucht. Aber der ist zu schlecht zu sehen auf der Minimap. Beziehungsweise gar nicht. Die ist schon Level 4. Sehr gut. Also gehen wir weiter. Ja, also mir gefällt dieses Bild sehr gut. Momentan ist sie noch ein bisschen schwach, also verliert schnell an Energie. Energy Shield. Aber das ist ja bald dann nicht mehr das so das Problem. Dafür killt sie sehr schnell. Und ist auf gutem Weg eigentlich. Ja, mein Lieblingscharakter zu werden, mein Lieblingsbild. Weil so einfach ist wirklich kein anderer Bild, also wirklich, man muss eigentlich nur zum Gegner laufen oder nicht mal zum Gegner laufen. Einfach so ein bisschen sprühen, das schon alles ist da. Und wenn man eben so wie ich jetzt gerade, ja, relativ viel, fast, ja, Zaubergeschwindigkeit hat, dann ist es schon recht schnell auch. Und man kann schnell, ja, wenn man keine Cast Speed hat, muss man relativ lang wechseln. Und wenn man Cast Speed hat, geht es relativ schnell. Ja. Was machst du eigentlich in 2 Akt 2? Geht das auch? Okay, scheinbar schon.
Da kommt noch ein Bauer. Bauer sucht Frau. Ja, seht mal her, wie einfach das ist. Geh weg. Du auch. Die beleben einfach alles wieder. Das, ja, hör auf zu grummeln. Wir sind hier in einem richtigen Spiel, ohne Grummel. Halt die Fresse. Dankeschön. So nett sind die. Wahnsinn, wie viel kommen jetzt hier noch? Noch 8 Sekunden. Ja, das schaffe ich locker. Ist ja gar noch nicht mal kaputt. Dankeschön, dass ihr alle sterbt. Ja, die haben einfach überlebt, wahrscheinlich wegen dem Heraufbeschwören wieder. Dankeschön, ich hab dich gut genutzt. Du hast mir gut genutzt, sozusagen. Minions. Ich brauch schon ein bisschen Life Regeneration oder so. 58. 51. 21. 12. Ja, ist das schlecht. Aha. Ja. Wo ist der Große? Da ist der Große. So. Da noch aufmachen. Auch easy. Ich möchte mal die nutzen. Nein, ich dich. Dich kann ich ja da benutzen. So. Auch wenn es nicht viel bringt auf den Stäben. Muss es trotzdem. Ich finde so viel. Kann ich gar nicht mehr lagern. So. Ja, ich gehe, glaube ich, nach unten jetzt. Ich habe zwar kein MF hier, aber ich möchte eigentlich alle Quests mal mit ihr, weil sie eben so leicht zu spielen ist und nicht unbedingt sehr schnell MF machen muss, weil ich ja den anderen Charakter habe. Also gehen wir nach unten, sage ich euch mal dieses Gebiet. Der Friedhof. Feldschrein-Ruins. Vom Temp... vom... Kathedrale, oder was ist das schon? Kloster, ja. Feldschrein. Mal gucken, ob wir es finden. Aber es ist meistens immer geradeaus. Vielleicht noch ein Bogen. Ich muss sie irgendwie auch noch ein bisschen schneller kriegen von der Bewegungsgeschwindigkeit, damit sie dann auch mit dem Killen vom Mountain mitkommt. Okay, das war ein Gelber und der war so schnell tot, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass es ein Gelber war. So, momentan ist es ein bisschen laggy, keine Ahnung, wegen dem Spielen, also weil manche Dinge ein bisschen mehr Leistung brauchen und das braucht mit Fraps halt so ein bisschen tausendmal mehr Leistung für mich, für meinen PC. Bisschen schade. Also sorry, jetzt gerade laggy. Wegen dem Fraps ist es nicht so gut. Aber bald. Ich werde es jetzt durchsetzen, dass ich einen neuen PC kaufen kann. Und ja. Okay, dann mache ich immer direkt, denke ich, bin genug stark. Direkt Energy Shield 151. Gut. Also 7000 brauche ich schon. Okay, MF nicht so, aber. Mal schauen. Ich will einfach nicht lebenabhängig sein, weil, wenn ich Magic Fight 1 habe, habe ich nicht so viel Leben.
deshalb Energy Shield. So, hier sind die Ruinen vom Tempel. Und hier der Eingang in die Krypta. So, Waypoint, sehr gut. Eine Strongbox. Mit nichts drin. Nicht. Von dem habe ich sogar ein recht gute Quality Gem. Und wenn ich es mal benutze, ich weiß nicht. Ich mag seit Static Strike nicht mehr so. Aber sieht schon cool aus. Also gibt, glaube ich, noch keinen Skin dafür. Dann würde recht cool aussehen mit so. Ja, was könnte es sein? Ich hätte gerne irgendwas anderes als für zum Beispiel Lavabrocken oder so. Was halt noch passt. Also so Skins, wo gar nicht passen, weil es ein anderes Element macht oder so, mag ich nicht so. Weil es ja eben nicht so realistisch ist. Müsste man umwandeln mit Items, dann ist es realistisch, genau. Aber sonst nicht so. Ja, Spinnis, ich weiß. Stormcall. Ah, grüße Mage. Seid ihr auch hier? Das ist einfach kein Problem. Ah, also nach unten. Nochmals die. Gut, dann kannst du auch Level up gehen. Ja. Okay, ich muss die auferwecken. Komisches Teil. Ich kann ja schon wieder zurück. Ich dachte, ich muss alle aufwecken, aber scheinbar jetzt gerade nur eins. Ah, gute Reichweite. Ich sehe dich schon. Jetzt hör auf. Jetzt ist es plötzlich ein Eis. Ah, verstehe, das ist so eine Quest. Die weckt immer wieder meine Minions auf. Die ist gar nicht hier, die Skulptur. Wo ist sie denn? Bisschen frech, die Quest. Recht frech. Weck nichts auf, bitte, gell? Was ist denn hier los plötzlich? Hallo. Ach, Spinnen. Hört jetzt auf, immer hochzukrabbeln. Was ist denn los? Also, es ist wirklich eines der unnötigsten, ja, wie soll ich sagen, Fallen schon fast. Dass hier Spinnen nach oben kommen. Die sind so etwas von schwach und brauchen einfach viel zu lange. Komm jetzt, was ist jetzt wieder? Was steckst du fest? Komm doch bitte. Ja, genau. Jetzt kommt sie auch hoch. Du musst hier durch, nicht dort. Oh. KI, bitte. Geh jetzt hier entlang.
So, komm. Noch eine Spinne töten. Richtig nervig. Komm mit. Das ist eine der schlechteren Quests. Beziehungsweise unnötigsten Quests. Wo man am meisten aufhalten muss. Ja, bis der Tempel endlich in Sichtweite ist. Der Totem. Es geht so extrem lang. Ist das Ding kaputt? Das Skelett, das arme Skelett. Immerhin gibt es EXP. Ist doch auch mal was. Okay, es regniert sich vielleicht ein bisschen. Es ist einfach nirgends. Wo ist dieses scheiß Totem? Jetzt ist man schon am Ende des Tempels. Ja, es kommt einfach nicht. Ah, jetzt sind die wieder aufgetaucht. Weg damit. Genau dann, wenn ich weggehe. Genau dann, wenn ich die Gegner besiegen will. Da, endlich! Ah, Gott, der Gott. Muss ich den töten? Aha. Der läuft einfach weg. Muss ich ihn doch nicht töten. So. Das noch. Das können wir später. Ich will ein bisschen Damage. Danke. So, hier ist was. Da ist. Ah, Automaton. Ach, Bischof, okay. Das sieht wie ein Automaton aus Titan Quest. Automatoi heißen sie, glaube ich, da. So. Hier die goldene Hand mitnehmen. Was auch immer man das braucht. So, der Level up. Sehr gut. Und zurückkehren. So, Dele. Bist du da? Ja. Okay. Ah, mal schauen, was du so hast. Ein Blade. Wieso hast du keinen Stab? Ich möchte doch einen Stab. Wow, Summons Rage Spirit plus 7 Qualität. Ja, Movement Speed. Ne, nehme ich nicht. Ball Lightning, das nehme ich. Ich brauche einen zweiten Ball Lightning. Einen brauche ich zum, Flüche verbreiten bei diesem Charakter oder ja, eventuell. Und den anderen brauche ich dann für einen Summoner. Mal schauen, welchen ich nehme. Also Skelett, Zombies mag ich nicht, so Skelette eher. Aber mal schauen, wie. Ja. Und
Spectre mag ich irgendwie nicht so. Weiß es nicht, dass die sind recht stark, wenn man die richtigen, ja, eigentlich wegen dem Aufbeschwören von den Teilnehmern wieder. Und das ist ein schwaches Teil. Ja. Und Raging Spirit ist auch eigentlich gut, aber da muss man zuerst den Raging Spirit ja, Support Orbs bestücken, damit es effizient ist, und deshalb habe ich gerade keinen Bock. Dann werde ich wahrscheinlich Generäle und nicht den, den da, glaube ich. Nein, nicht der. Irgendwo ist der. Der da. Genau. Hast du da angefangen? Bluten. 40. Ist eigentlich gleich geblieben. Ich verstehe es nicht. Aha, die Dauer ging hoch. Wow, um 50 Sekunden geht die Dauer hoch. Naja, da war ich mal auf so. Was wollen wir noch kurz machen? Kurz schauen, ob es neue Items gibt zum Ausrüsten. Wir sind jetzt schon ein paar Level hoch. Ah, den habe ich gefunden, deshalb möchte ich einen Minion machen. Der droppte bei der Spinnenkönigin, glaube ich. Ja. Und ja. Eigentlich echt stark, sehr stark sogar. So, Lightning Trap. Gibt es keine Wahl. Stormcall. Gibt keine roten hier. Na, geil. Verkaufen wir den Schrott hier. So, gehen wir noch ein bisschen in den Sing-Tempel. Sonst ist das Video ein bisschen gut. Hallo Grüßchen, wollt ihr gebraten haben? Geschockt, frittiert. Ja, nehme ich mal mit. Wow, nicht schlecht. Der K-Speed war gerade sehr, sehr stark. Kann man so probieren. Ja, okay, das war ein bisschen laggy, bisschen desynchron. Bisschen frittieren. Und wie sagt man, im Prutzen durch. Schock, denn so. Eigentlich ist ja Blitz nicht anders als bei der Wirkung als Feuer. Aber natürlich als eigenständiges Element in solchen Spielen, damit es wenigstens ein bisschen Sinn hat. So ein Blitz, der kann richtig alles verbrennen, ähnlich. Aber auch äußerlich. Wieso haben sie jetzt eigentlich da Giftwolken hingemacht? Vor allem die Giftwolken bringen ja nicht mal etwas. Da kann man einfach durchlaufen und ist immer noch volles Leben. Ja, wenn man genau mehr Sekunden drin bleibt, ja dann. Aber wenn man durchläuft, dann passiert gar nichts.
Ist ein bisschen unnötig. Nervt nur. So Sachen, die nerven, sollte man eigentlich nicht einbauen. Oder vielleicht nur bei bestimmten Gegnern, bei Rares oder so. Und dann auch ein bisschen stärker, bitte. Ja. Mir fällt einfach auf, so je mehr die Engine und alles vorgeschritten ist, desto schlechter werden eigentlich die Entwickler einfach unkonzentriert. Also, ja, sie können einfach nicht mehr alles machen und tun, einfach Sachen einbauen, die halt nicht so gut sind und so. Ich denke, die Entwickler hier sind schon recht unter Druck, wenn sie jetzt den vierten Akt bringen müssen und alles Mögliche. Und jetzt haben sie das eingebaut und ja, es ist eigentlich recht störend. Schade. Ich hätte gerne Entwickler, die einfach Sachen einbauen, die gut getestet sind und so. Halt nicht so viel, aber dafür spannende Sachen und so. Wäre richtig cool. Zum Beispiel bei GTA 5 Rockstar Games macht auch immer wieder Fehler. Also ich hoffe, es wird nicht ausgenutzt, solche Exploits, sagt man denen. Zum Beispiel, dass man unendlich Geld bekommt oder so, weil man irgendwie in der Bank die ganze Zeit rausheben kann oder ein Auto, das nicht gebuckt geht und so. Solche Sachen werde ich natürlich nicht unterstützen in meinem Let's Play oder Let's Show, was ich gerade mache. Ich denke mal online einfach. Und das Let's Play dann, wenn ich einen guten PC habe, damit es auch spannend wird. So zwischendurch, ich werde wahrscheinlich die Singleplayer-Kampagne werde ich wahrscheinlich durchspielen einfach so und zeige euch so das Lustigste, das Wichtigste. Und so spannende Videos. Aber zuerst mal muss ich das Spiel haben. Also ich weiß ja nicht mal, ob es richtig gut geht auf meinem PC. Ich denke eher so knapp. Mit runtergestellten, ein bisschen runtergestellten Grafikeffekten. Also so zum Beispiel die Shader und die Schatteneffekte und so brauche ich nicht unbedingt so stark nach oben zu drehen. Und ich kaufe mir ein 4K Bildschirm und da wird das dann richtig gut aussehen sowieso. Die sind noch recht günstig, also ich würde euch empfehlen, ein 4K zu kaufen, außer ihr seid ein bisschen pingelig bei der Größe und so. Aber ihr könnt auch 24 Zoll 4K PC Bildschirme kaufen. Finde ich auch nett. Aber dann ist ja die, dann ist die, die Schrift eigentlich recht klein, habe ich das Gefühl. Ja. Muss ich noch eine Lupe nehmen, um irgendwas zu lesen? Ach ja, das wäre cool. Schon da? Wir haben das Ding gar nicht. Den Waypoint, okay. Okay, dann habe ich euch hier noch kurz den Boss zu zeigen. Wow, das Energy Shield ist einfach richtig gut. War am Schluss eingebrochen, aber ich habe ja auch noch genug Leben. Ja, genug nicht. Eigentlich recht wenig, aber trotzdem. Weil ich ja keine Passiven habe. So. Also dann beende ich das Let's Play. Ich hole noch den Waypoint. Und, ja, nicht beenden, das Let's Play, den Part meine ich. Das Let's Play genau, natürlich höre ich weiter, einfach nicht mehr so oft. Weil ich viel zu tun habe und das echt nur so langweilig mache, immer das Magic Fighting zu zeigen. Und jo, es kommt dafür irgendwann mal ein anderes Action-Rollenspiel da drauf. Muss ich mal schauen. Vielleicht beim PC neu, also wenn ich den neuen PC habe, Sacred 2. Und sonst irgendwas anderes. Jo, also. Dann danke ich euch mal fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Bye.